Hallo, ich bin Anke Schmidt-Heinsky von der Online-Redaktion des Naturmagazins. Ich lade euch heute zum Thema ein: emotionale und mentale Gesundheit in Zeiten des Coronavirus. Ich spreche heute mit Dr. Simone Rieger, praktizierende Hausärztin am Zentrum für integrative Medizin, SeelMed in Zürich. Simone, ich begrüße dich ganz herzlich in diesem Video. Bitte stell dich doch selbst kurz vor. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dr. Simone Rieger. Ich bin integrative Hausärztin in Zürich. Mein Schwerpunkt ist traditionelle chinesische Medizin mit Akupunktur, orthomolekularer Medizin und ich bin Coach für Resilienztraining. Was hat die Leistungsfähigkeit unseres Immunsystems mit Angst und Stress zu tun? Wo ist der Zusammenhang? Unser Immunsystem korreliert ganz stark und reagiert auf Stress. Das heißt, wenn wir Stress erleben und Stress erfahren, verändert sich der Hormoncocktail in unserem Körper. Man nennt es auch die Gehirn-Darm-Gesundheit. Und in unserem Darm, wie schon recht bekannt ist, spielt sehr viel mit unserer Immunsystemstärke zusammen. Das heißt, wenn wir gestresst sind und es für einen längeren anhaltenden Zeitraum, dann schüttet unser Körper vermehrt Cortisol aus. Und der Cortisol erzeugt im Körper eine Interleukin-Ausschüttung, vor allem Interleukin 1 und 6. Und diese Zytokine lösen unser Darmschleimhaut Entzündungsreaktion aus. Und dadurch wird unser Darm durchlässig und wir werden infektanfälliger im Darmbereich. Aber nicht nur dort, weil die Darmschleimhaut bildet das SIGA. Und das SIGA sind Schleimhautimmunglobuline, die eine Immunität, eine Barriere gegen Infekte generiert. Und das für den Darm, aber auch für unsere Vaginalblasen oder auch für unseren Nasenrachenraum. Und das ist gerade jetzt in dieser jetzigen Zeit ganz arg wichtig, dass wir eine gute Darmgesundheit haben. Das heißt, damit unser Immunsystem stärken, weil das SIGA, also Schleimhautimmunglobulin, auch für unsere Nasenrachenschleimhaut als Barriere, als Schutz dasteht. Das heißt, Stressprävention wirkt direkt aufs Immunsystem. Auf jeden Fall. Wenn wir Stress runterregulieren, haben wir vor allem auch mehr Energiereserven für unser Immunsystem. Weil wir Menschen ursprünglich aus der Savanne kommen, sind wir gewöhnt, wenn wir flüchten oder kämpfen müssen, dass wir alle Kräfte mobilisieren und dadurch diese hohe Noradrenalin-Ausschüttung im Notfall. Leider kommen wir Menschen, wenn wir eine stressige Aktivität haben, zu wenig Pausen, um wieder runterzukommen. Und wenn wir nicht zu einer aktiven Stressregulation fühlen, das heißt, der Stress wird durch den Nerv Sympathikus ausgelöst, der Gegenspieler wäre der Parasympathikus. Und wenn wir keine Pausen kultivieren für den Parasympathikus oder in der TCM-Sprache gesprochen, wenn wir das Yang, das Feuer, das Tunende, das Machende und hier das Sein, das Ruhende und Inhaltende, dann wird das Cortisol ausgeschüttet. Und ein so langer Cortisolspiegel, wie gerade erklärt, führt zu Entzündungen und Immunsystemschwäche. Was kann ich konkret tun in dieser Zeit, wenn mich Sorgen plagen oder mich die äußeren Umstände stressen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich glaube, das Erste ist erstmal anzukommen, innezuhalten und dann erstmal das Gefühl anzunehmen. Okay, woher kommt denn gerade der Stress überhaupt? Ist das eine Angst über meine eigene Gesundheit oder meine Liebsten in der Corona-Krisenzeit? Oder existenziell, weil ich meinen Arbeitsplatz verliere, kein Einkommen habe. Und es erstmal wahrnehmen, woher kommt die Angst. Das ist ganz arg wichtig, weil dann ist hier kein Schatten im Hintergrund, der uns stresst und durch den Tag tigern lässt, sondern wir kommen erstmal in Ruhe an. Und sich dann dessen bewusst zu werden, sich zu zentrieren, ist wichtig, dass wir wieder in die Selbstermächtigung kommen, dass wir aus dem Zustand dieser Panik wieder von der Angst in die Liebe und in die Freude und in die Gegenwart kommen. Das, was ich vorher erzählt habe, den Sympathikus runterzubringen und den Parasympathikus erst mal mit Ruhe
zum Beispiel auch Atmung kultivieren. Ganz konkret zur Stressreduktion können wir zum Beispiel auch jetzt, wenn wir gemeinsam hier in dem Video ankommen, ganz bewusst atmen. Atmen ist ein sehr zentraler Punkt, um sich zu beruhigen, weil wir dadurch das parasympathische Nervensystem stimulieren. Durch die Vibrationen im Kehlkopf und im Gesichtsbereich tun wir den Hauptnerv des parasympathischen Nervensystems, den Nerv Vagus, aktivieren. Das heißt, durch Singen oder durch Summen oder bewusste Atmung durch die Nase ein und aus können wir unser System beruhigen. Wir können jetzt zum Beispiel gerade mal zusammen ankommen, sich bequem hinhocken und auf einen natürlichen Atemimpuls achten und dann bewusst einatmen. Kurz innehalten, sodass es noch angenehm ist und durch die Nase ausatmen. Und wenn wieder natürlicher Impuls kommt, wieder einatmen, kurz innehalten und ein bisschen länger wieder das Einatmen, wieder ausatmen, noch einmal. Und ausatmen. Das heißt, Achtsamkeit und Lebensstilveränderung kann nachhaltig die Stressregulation runterfahren. Das hört sich spannend an. Das heißt, jeder von uns hat da mit seiner natürlichen Physiologie alle Instrumente bei der Hand und kann sofort loslegen. Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Man hat festgestellt, dass die Dosis eine Rolle spielt. Das heißt, wenn wir mehr Zeit investieren, es wird empfohlen, 30 Minuten pro Tag können wir einen ganz tollen Benefit für unser Leben erreichen. Und es gibt den Morgen- und den Abendsmensch, oder es hängt auch von der Arbeit oder Familienrhythmus davon ab. Aber es wir sicher sind, bei 30 Minuten wirklich nur für uns zu reservieren, wo wir sagen, ich fahre den Sympathikus down und hole den Parasympathikus hoch. Weil auch jetzt in der Social Distancing-Zeit vom Coronavirus können wir so aktiv unser mentales, emotionales Mindset ausgleichen und stärken, weil wir haben viele Yoga-Studios jetzt bei euch vor Ort, bieten über Zoom zum Beispiel Yoga-Stunden, Pilates oder Meditation an. Das heißt, wir können das, auch wer noch keine Erfahrung hat, kann sich die Profis nach Hause holen und sich jetzt einen gesunden Lebensrhythmus, also diese Zeit jetzt nutzen vom Coronavirus, nicht in Panik zu gehen, und sagen, hey, warte mal, ich kann mich selber trainieren, ich kann in meine Selbstermächtigung gehen und mein Immunsystem stärken mit Achtsamkeitsübungen. Du hattest gerade schon das Stichwort gebracht, soziale Distanz. Wir sind jetzt angehalten, soziale Distanz zu wahren. In manchen Gegenden gibt es Ausgangssperren. Was bedeutet das vor allen Dingen für Menschen, die allein leben müssen? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da ansprichst, weil wir wissen zum Beispiel vom Professor Manfred Spitzer, der Psychiater, aber auch Gehirnforscher ist, einer der wichtigsten. In dem Buch Einsamkeit hat er die Framingham-Studie von Massachusetts aufgefasst. Das ist eine ganz tolle Studie, weil die in die Vergangenheit wildend betrachtet wird, aber auch in die Zukunftsperspektive. Von 1945 ausgehend werden Menschen in ihren ganzen Beziehungen und sozialen Interaktionen und auch räumlicher Distanz beobachtet. Und das hat man nachweislich feststellen können, dass sogar Einsamkeit ansteckend ist. Was bedeutet das, wenn Einsamkeit ansteckend ist? Was kann ich mir darunter vorstellen? Das heißt, man hat festgestellt in der Studie, in der Beobachtung, dass Menschen, die einsam sind und auch durch die Einsamkeit, was eine Prävalenzverstärker ist von 0,7, das heißt ein Risikofaktorverstärker, auch krank zu werden, wenn Person A einsam ist und Person B befreundet ist, wird diese Person sich auch einsamer fühlen. Aber das Spannende ist, wenn Person C, die nicht nur mit Person A befreundet ist, sondern nur mit B, empfindet diese Einsamkeit auch. Also es ist in dieser Zeit, in Social Distancing, so wichtig, dass wir uns überlegen, was kann ich konkret tun? Umso wichtiger, die Nähe zu suchen zu Menschen, die uns wichtig sind, immer wieder Kontakt aufzunehmen, auch zu Menschen, die vielleicht nicht offen sind für Videokonferenzen, sie öfter anzurufen und eine mentale Verbindung herzustellen, dann jetzt über die Medien.
Oder gemeinsam zu musizieren über den Balkon wie in Italien. Ja, das ist großartig. Das, was wir in Italien und auch in südländischen Kulturen erlebt haben, ist ein Aufruf, gemeinsam zu kommunizieren, das ist zu singen, in Kontakt zu kommen. Oder ich habe auch gestern auf Facebook gesehen, dass Leute sich in Zoom-Call zusammengetan haben, um in der Wohnung zu tanzen und sich gegenseitig zu sehen. Ich glaube, es hebt, also wir wissen, dass positive Emotionen das Immunsystem stärken, weil dadurch mehr Wohlfühlhormone ausgeschüttet werden, der Parasympathikus aktiviert wird und wir da wirklich direkt das Immunsystem unterstützen können. Wie komme ich gut durch solche Zeiten? Wie sorge ich dauerhaft dafür, dass ich gesund bleibe? In meinem ärztlichen Coaching lege ich immer ganz viel Wert darauf an, erstmal bei sich anzukommen und anerkennen, wo man steht. Wir wollen irgendwo schon immer gerne einen Schritt in der Zukunft sein, aber in der Zukunft kann ich nichts verändern. Ich kann nur in der Gegenwart anerkennen, hey, ist mein Rhythmus gerade durch die Corona-Krisenzeit oder andere Krisenzeiten gesund für mich? Fühle ich mich wohl? Und wenn ich das nicht bin, dann darf ich da hinspüren. Stresst mich gerade mein gesundheitliches, nicht starkes Immunsystem, dass ich krank werden könnte oder eher das Finanzielle? Und dann können wir uns auch selber ermächtigen. Ermächtigen daran, aktiv was zu verändern. Und das fördert eine ganz starke Resilienz, weil wir so unsere Ressourcen mobilisieren. Ganz praktisch bei mir selber gucken, hey, was kann ich denn? Ich habe Erfahrung mit Meditation oder mit autogenem Training, wie meine Muskeln sich entspannen können und runter wieder kommen. Also diese Selbstermächtigung ist der ganz zentrale Punkt da drin. Du erwähnst mehrfach den Begriff Selbstermächtigung. Vielleicht kannst du den noch ein bisschen erläutern. Wir können jetzt ja total in die Ohnmachtsenergie gehen. Also Corona ist einfach da. Wir können diesen Virus ja nicht wegzaubern. Das heißt, wir müssen ihn akzeptieren. Und wenn wir dann aus dieser Ohnmacht, dieser Hilflosigkeit, dieser Panik rausgehen, das bedeutet für mich selbst nicht, okay, der ist da, ich akzeptiere das. Und was kann ich aktiv tun, dass ich jetzt einen gesunden Lebensrhythmus habe, der mein Immunsystem stärkt? Zum Beispiel durch die Achtsamkeitsübungen, durch Sport oder auch gesunde Ernährung. Da verweise ich ganz gerne auf das Buch von Professor Melchansen von der Charité in Berlin mit Ernährung heilen. Da sind wunderbare Tipps drin, wie ich jetzt mein Immunsystem stärken kann, gesund zu sein. Das ist Selbstermächtigung. Also ich ermächtige mich selber, mir ein Buch zu holen oder YouTube-Videos anzugucken, wie ich zum Beispiel mich um meine gesunde Ernährung in dieser Zeit. Also ist es eine aktive Entscheidung, raus aus einer Angst, aus einer Opferrolle zu gehen und zu überlegen, okay, was hilft mir jetzt in dem konkreten Moment, damit es mir besser geht? Exakt. Jetzt sind wir bei dem Thema Angst, Panik, ist Stress, das schwächt uns. Und wenn wir in die Verantwortung des Tun gehen, ist es ein gesundes Tun und Aktivität und kein Kontrollverlust. Und Kontrollverlust ist immer für uns Ohnmacht und ungesund und schwächend. Hast du noch Übungen, die du in diesen Zeiten deinen Patienten empfiehlst? Liebe Anke, praktische Tipps sind auf jeden Fall, im guten sozialen Kontakt zu bleiben. Das heißt, seid da ganz kreativ, was für dich stimmig ist. Wenn du das Glück hast, mit deiner Familie zusammenzuleben, kreiert wirklich wieder neue Zeiten für die Familie und für die, die zu Hause alleine sind, hat ein Freund von mir erzählt, dass sie gemeinsam Mittagessen. Das heißt, sie gehen auf Zoom und wir wissen, dass das sehr wirksam ist für unser Immunsystem, gemeinsam Mittag zu essen, den sozialen Kontakt zu spüren und schauen sich alle beim Zoom, beim Mittagessen zu und erhalten sich. Das finde ich eine richtig schöne Lösung. Ich glaube, auch für den Menschen ist immer noch wichtig und stärkend, wenn wir einen Sinn empfinden. Also welche Talente und welche Qualitäten habe ich, die ich jetzt in dieser Zeit der Krise einbringen kann? Kann ich meinem Nachbarn helfen oder bin ich ein Organisationstalent und kann meine Firma zum Beispiel anbieten, neue Konzepte zu entwickeln, wie wir durch die Krise der Corona-Zeit kommen? Ein anderer ganz konkreter Tipp ist noch die Akupunktur oder zu Hause eben die Akupressur. Das heißt, wir können uns selber massieren oder klopfen. Da findet ihr sicher auch genügend YouTube-Tutorials oder Bücher, Klopf dich gesund. Einer meiner Lieblingstipps ist, du kannst zum Beispiel ein schönes Aromaöl nehmen oder ein Duft, der dir gefällt oder auch einfach ohne Öl das Ohrläppchen zu massieren. Am Ohr sind ganz viele wunderbare psychische
wirksame Punkte wie der antidepressiver Punkt oder der Antistresspunkt, Antiaggression. Und wenn wir das Ohrläppchen massieren, können wir uns da schon ganz simpel stärken. Gerade in der NADA-Studie in New York werden die Ohrpunkte ganz wieder benutzt, um Suchtpatienten zu unterstützen, ruhig zu bleiben, wenn sie nervös und gestresst werden, wenn sie die Substanzen verlieren. Und auch das ist gerade gut für alle, die aufhören müssen zu rauchen, weil der Coronavirus vor allem für Raucher sehr gefährdend ist, weil diese Rauchinhalation oder Virus an den gleichen Lungenzellen Interaktion auslöst. Also können wir wunderbar das gesamte Ohr von oben der Innenmuschel bis nach unten massieren. Das ist noch ein Tipp, der sehr gut beruhigt und jeder, was er dann auch braucht. Der andere, der gerade eher ganz unruhig und nervös ist und den Boden verliert, kann zum Beispiel den Fuß nehmen. Und wir haben an unserem Fuß ein Bein und wir können mit dem Daumen vom Fuß nach hinten, nach vorne, dort wo wir am Fußbein hängen bleiben, das ist so Kataniere 1, uns nochmal auf YouTube anschauen im Video und den massieren mit einem guten Öl. Oder wenn wir uns gleich kränklich fühlen, eine Bettwärmflasche, ein Kirschsteinkissen unter die Füße legen und sich vorzustellen, gut nach unten zu verwurzeln. Diese Energie gibt uns wieder Halt und Boden in Krisenzeiten. Das ist was, wo ich immer recht gute Rückmeldung auch von meinen Patienten kriege. Das ist sehr gut beruhigt. Ja, wir haben ja vorher schon mal das Atmen und das Singen und das Tanzen gehabt. Und eben aus der Studienlage heraus empfehle ich sehr stark auch gerne das Yoga. Da gibt es auch jetzt genügend Online-Angebote, Waldspaziergänge. Wir wissen, dass Bäume eine gewisse Frequenz haben, die auf dem Land leben, mit dem gebührenden Abstand von 2 Metern empfehle ich wirklich, in die Natur zu gehen, tief zu atmen. Diese frische Luft stärkt uns. Auch in der TCM sagen wir, das gehört das Immunsystem, das Wei-Qi nennen wir das, in den Meridianzyklus von Lunge und Dickdarm. Wir sehen auch wieder die moderne Medizin, die Orthomolekularmedizin, die chinesische Medizin, sind da einer Meinung, dass wir mit guten Atemzügen tief wirklich noch das Zwerchfell richtig runterdrücken, unseren Darm massieren, dadurch die Verdauung angeregt wird, die Lungen gut belüften, mal wirklich auch all das CO2 richtig ausatmen. Und das in der Natur draußen ist natürlich dann doppelt effektiv. Du hattest vorhin kurz Rhythmen erwähnt. Gerade wenn wir jetzt im Heimbüro sind, alle sind zu Hause, lädt das ja ein, auch so ein bisschen in den Tag hineinzuleben. Ah, jetzt ist keiner da, der drängelt, ich kann den Wecker ausstellen. Das mag gut sein, im eigenen Rhythmus aufzuwachen, aber möglicherweise ist es trotzdem hilfreich, einen Rhythmus zu behalten, oder? Ja, das ist der zirkadiane Rhythmus. Also unser Körper hat ja seinen ganz eigenen Hormonrhythmus. Im Normalfall steigt bei Menschen, die Nichtschicht arbeiten, so um 4-5 Uhr morgens der Cortisolspiegel. Also der Energiehormonspiegel, der uns auch Kraft gibt, Dinge umzusetzen. Und wenn wir so unrhythmisch unseren Tag gestalten, dann weiß unser Körper gar nicht mehr, wie wir die Hormone über den Tag verteilen sollen. Das ist sicher sinnvoll, einen Rhythmus, den wir auch sonst im Berufsalltag haben, ein Stück weit so anzupassen, dass er für uns vielleicht noch stimmiger ist, aber ihn beizuhalten. Ich bin ein ganzer großer Fan von der eigenen positiven Routine. Also sie sagt, wenn ich arbeiten gehe, morgens meditiere oder Yoga mache, behalte ich das ein. Wenn ich nach der Arbeit immer spazieren gegangen bin oder meinen Sport gemacht habe zum Ausgleich, behalte ich das auch bei. Wir wissen, wenn wir zu sehr aus diesem Rhythmus fallen, dann sind wir nicht mehr in unserem Energieflow von unseren Hormonen und unser Körper braucht Aktivität, Passivität und umso rhythmisch wir das machen, umso regelmäßiger kann der Körper die Energiereserven über den Tag gut verteilen und wir fühlen uns ausgeglichen und sind nicht total erschöpft oder neben der Spur nach der Zeit vom Coronavirus. Vielen Dank. Gibt es noch etwas, das du dem Menschen jetzt in dieser Zeit besonders ans Herz legen willst? Ja, das ist auf jeden Fall die Kontakte gehen. Über den Empfehlungen vom Händewaschen und Desinfizieren hinaus mit dem Social Distancing wirklich gesunde Kontakte gehen leben. Also erstmal die Beziehung zu mir selber. Habe ich eine gute Beziehung zu mir? Und wenn nein, wie kann ich sie verbessern? Also jeden Morgen zu fragen, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade Bewegung oder brauche ich innere Stille oder brauche ich sozialen
Kontakt und nur so viel Medien und Input konsumieren, der einem gut tut. Und ich empfehle immer, wenn ich eh schon nicht so gut drauf bin und dann panikmachende Medien anschaue, schwächt mich das mehr. Also wenn ich gerade gut drauf bin, sage ich, ja, jetzt kann ich mir die Fakten mal wieder gerade anschauen, das zu tun und sonst die soziale Medien mit den Nachrichten über Krankheit und Existenzängste auch einfach mal für eine gewisse Zeit auf Pause zu drücken. Das sind wertvolle Tipps, die jeder für sich zu Hause ausprobieren kann. Wir geben bewusst viele verschiedene Tipps, sodass ihr ausprobieren könnt und schauen könnt, was tut euch gut und was hilft euch in dieser Zeit. Genau. Und alles, was wir tun, können wir in einem wunderbaren, bewussten Rhythmus tun. Also wenn ich meinen Tee schon mir zubereite, kann ich das gehetzt machen oder ich kann es mit Achtsamkeit machen. Und das klingt so banal, aber für unser Hormonsystem ist das ganz entscheidend und somit stärken wir unser Immunsystem. Also kannst du jetzt diese Zeit, also diese Krise als Chance nutzen, für dich selber in deinem Leben ein Changemaker zu sein und dein Leben positiver und nachhaltiger zu gestalten. Simone, vielen Dank für das Interview. Schön, dass du bereit warst, hier bei uns dein Wissen zu teilen. Liebe Anke, danke schön für die Plattform, für die gute Kontaktbegegnung, dass wir Menschen inspirieren dürfen, gesund zu bleiben, selbstermächtigt für sich zu schauen, in dieser Zeit von Corona ihr Immunsystem zu stärken. Genau, auf drsimonerieger.com wird es auch Online-Kurse geben, um seine eigene Gesundheit für Körper, Geist und Seele zu stärken. Bleiben Sie gesund in dieser Zeit und achtsam mit Ihren Liebsten in guten Kontaktbeziehungen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr findet weitere Informationen zu diesem Thema im Naturheilmagazin. Danke, dass ihr heute dabei wart. Gerne könnt ihr eure Erfahrungen in den Kommentaren mit anderen Zuschauern teilen. Freuen wir uns darüber. Ihr seid uns wichtig. Für euch bleiben wir am Ball. Geht gesund und mit ganz viel Freude durch alle Lebensphasen. Wir unterstützen euch gern dabei. Auf bald. Bis zum nächsten Mal.